Am Anfang war Orisha, ein Land, in dem die heiligen Magi lebten. Sie wurden mit weißem Haar geboren, ein Symbol ihrer Magie und das Zeichen ihres Bündnisses mit den Göttern, die sie mit außergewöhnlichen Fähigkeiten segneten. Es gab Magi, die die Macht über das Wasser hatten, andere konnten das Feuer beherrschen. Einige Magi besaßen die Fähigkeit, Gedanken zu lesen oder in die Zukunft zu sehen. Andere konnten heilen oder sogar krank machen. Sie nutzten ihre Gaben zum Wohl der Menschen von Orisha und wurden in allen Landen verehrt. Doch einige begannen, ihre Gaben zu missbrauchen. Zur Strafe brachen die Götter das Bündnis und die Magi verloren ihre Kräfte. Hilflos wie sie nun waren, erkannte der grausame König Saran seine Chance und löschte die Magi eines Nachts restlos aus. Seit der Blutnacht sind 11 Jahre vergangen und wir Kinder mit den weißen Haaren sind die einzigen Überreste, die noch an die Magi erinnern. Magie haben wir keine. Sie nennen uns Maden oder Abschaum. Doch das war, bevor ich mit meinem Bruder Prinzessin Amari vor ihrem Vater gerettet habe. Bevor ich den Zorn des Königs auf mich gezogen habe und bevor ich erfahren habe, dass die Götter einen Plan für uns haben. Ich bin Celia de Bolla und ich werde kämpfen, bis ich meinem Volk die Magie zurückgebracht habe. Das war meine Animation zu Children of Blood and Bone, das heute am 27.06.2018 im Fischer Verlag erscheint. Ich hab's schon durch, ich fand's extrem gut, es ist super spannend und es ist ein richtig schönes Jugendbuch. Ich würde euch jetzt einen Abriss geben, worum es geht, aber das habe ich ja gerade im Trailer gemacht, in animierter Form. Es hat was unglaublich Erfrischendes, gerade für Jugendromane, wo es mal nicht Endzeit ist, wo nicht irgendwie alles düster und grau ist, sondern sehr lebendig, sehr abenteuerlastig und mit richtig coolen Charakteren. Von daher gibt's von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ich habe von ganz vielen von euch ja schon gelesen, auf Telonym, auf Twitter, welche Bücher ich noch empfehlen kann. Hier ist eine. Ist auf jeden Fall, was ich persönlich auch sehr gefeiert habe. Sonst hätte ich diese Animation hier nicht gemacht. Es war ein Heidenaufwand. Ich habe, glaube ich, fast 3 oder 4 Wochen ganz allein an dem Projekt gesessen. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze positiv bewertet und teilt. Und jetzt habt ihr sogar noch die Chance, eines dieser 3 Bücher gratis zu bekommen. Und zwar gibt es wieder einen Zeichen-Contest. In Children of Blood and Bone hat Silly ein Haustierchen. Es ist ein Riesenlöwenweibchen, auf dem man reiten kann, die hier noch so Hörner hat. Und das fand ich so cool, weil es Tiere gibt, die es in unserer Welt auch gibt, aber die irgendwie anders aussehen und interessanter. Daher würde ich jetzt gern von euch sehen, wie würde euer Lieblingstier, das ihr gerne als Haustier hättet, abgewandelt in noch krasserer Form aussehen, so wie es wahrscheinlich in Children of Blood and Bone ausgesehen hätte. Ich zum Beispiel habe für den Trailer mir auch so eine abgefahrene Variante von einem Elefanten ausgedacht, auf dem der König zum Beispiel reitet und es hat mir super viel Spaß gemacht, von daher bin ich super gespannt, wie eure neuen Tiere aussehen würden. Von daher, zeichnet euch und euer Lieblingstier in cooler und abgewandelterer Form. Das Tier, ihr seid schon cool, so wie ihr seid. Und taggt es mit Hashtag Children of Blood and Bone. Taggt mich darin, postet es auf Instagram oder Twitter. Und mit ein bisschen Glück wähle ich euch aus, schreibe euch an. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier immer in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns, Leute. Bis dann, ich freue mich auf eure Bilder. Tschüss!